Willkommen zu Station News. Mein Name ist Matthias und wir befinden uns in unserem Let's Play Besiedlung des Mars mit dem Liquid Update. Ja, ich war, wie gesagt, auf Mining Tour. Die Basis ist auch voller Erze. Selbst in der Tür steht was drin. Also ich hoffe, dass wir da ein bisschen weiterkommen heute. Dass wir ein bisschen ja, Stahl, Elektrum, wie heißt das andere Zeug? Keine Ahnung, was wir alles machen können. Das wollen wir dann mal gleich testen. Und da ist ja auch die kleine Basis unter der Sonne. Ja. Wir haben Tag 7. Also es ist etwas vergangen. Ich war lange unterwegs zum Farmen, wie man jetzt hier auch sieht. Und da sind auch noch Erze drin. Ja, das sollte man wissen vorher, ne? Also ich mache den jetzt immer an, damit wir wieder weiter den Saft haben auf die Kiste. Aber was wir wollen, ist ja schmelzen. Das ist bei Tag natürlich jetzt sehr, sehr schlecht. Das würde ich jetzt gerne unterlassen. Wie vertreiben wir uns die Zeit? Ich weiß es nicht. Schmeißen wir das alles mal hier rein. Ja, treten wir das hier so ein bisschen ran. Ja, ne? Zack. Okay. Sturmsicher machen. Zeit vertreiben. Genau, da war was. Eisengold. Eisen hätten wir. Gold hätten wir auch. Machen wir mal 4 Stück oder so. Und du machst Eisen. Rahmen. Ja, der war doof. Ich möchte das Solar ja noch so stehen haben. Machen wir es einfach mal so. Dann haben wir uns 4 Eisenplatten her. Oder Eisenbleche, wie die jetzt heißen. Auch geschafft. Ich meine, das nützt jetzt eh nichts, auch wenn jetzt Sturm käme, würden die Dinger uns jetzt hier gar nichts bringen, weil, naja. Weil wir keine Batterien haben, dafür brauchen wir ja Stahl. Vielleicht kriegen wir es aber noch in der Nacht und vielleicht, aber auch nur vielleicht hätten wir dann noch die Chance, dass wir das Ganze in eine Batterie leiten können. Aber schauen wir mal. So, der ist schon bald am Ende der Fahnenstange hier. Oh, 13, 14. Ich hoffe, das reicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, das müssten 20 sein oder so. Aber wir kriegen auf jeden Fall ein bisschen mehr Strom, auch wenn wir jetzt gerade fast Windstille haben.
Einer, jawohl. So, komm. Ich weiß, es ist nicht viel, aber es ist etwas. Ein ganz, ganz kleinen Teil. Ja, Sonne. Du bist immer noch da, das ist schlecht. Den machen wir mal aus. Jo. Was kann er denn noch hier? Wir brauchen 10 Eisen. Ja, lol. Das ist was, ne? Den können wir übrigens auch ausmachen. Strom sparen. Kann ich so ein Kabelnetzteil machen? Ja. Silizium kann ich nicht. Ich könnte Silizium schmelzen. Will ich das? Nein. Ja, also es wäre jetzt wirklich schön, 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 wenn es Nacht wäre. Ist es aber nicht. Nichts verschwenden, dann gehen wir noch was Erz holen. Die Sonne geht ja gleich unter. Jo. Was brauchen wir denn? Erstmal das Gerät. Wäre auch nicht schlecht, ein bisschen, ne? Kupfer ist immer gut. Ja, normalerweise möchte ich kein Farmarama zeigen. Es ist jetzt einfach nur, dass wir hier. Oh, habe ich gerade Schleichwerbung gemacht. Es ist jetzt einfach nur, dass wir hier vorankommen. Die Zeit ein bisschen totschlagen, bis es Nacht ist. Sobald es dann Nacht ist, dann geht los. In der Zeit tun wir einfach mal ein paar Erze heran. Immer gebrauchen. Batteriestand niedrig. Natürlich. Da bin ich auch drauf vorbereitet. Nämlich gar nicht. Naja, willst du machen. Bisschen Eisen ist auch gut. Nehmen wir doch gerne. So, jetzt können wir langsam aufhören. Und zurück. Ups. Ja. Wie gesagt, nur Zeit totschlagen. Man muss ja gucken, der Pumpe muss am Ofen noch dran. Aber ja. Ich würde sagen, so weit kann ich nicht mehr weg sein. Ist
20 Meters. So. Dann gucken mal. 1, 2, 3. Achso, erstmal schauen wir, dass wir das eben haben. 1, 2, 3. 2, 3. Eins, zwei, drei, eins, zwei. Da haben wir noch ein drittes, da haben wir dreimal Stahl, das ist ja schon mal was. So. Jo, der kann ja jetzt nur Druck aufbauen, mehr Chance hat der nicht. Und jetzt müsste er gleich ordentlich hochschießen, wenn wir genau die Kohle reinkloppen. So, eins. Ja, das wird vielleicht brenzlig. Da schauen wir mal ein bisschen genauer drauf. Ob wir da noch eine Schippe reinballern können, ist eine Frage. Ich glaube fast nicht. Wobei. Wir haben jetzt 20 MPA. Oh, komm schon, da geht was. Easy. So, da haben wir schon mal Stahl. Jetzt macht er gleich einmal Bumm, dann wissen wir Bescheid. Volumenpumpe, was brauchen wir dafür? Ich brauche zwei Stück. Der ist 100% fertig. So, wenn ich jetzt guck, da wir den Ofen jetzt ja umbauen, was können wir denn noch schmelzen? Elektrom 800 kPa bis 2,4 Ampere, 6, also so. Das kriegen wir nicht hin. Blödsinn ist Blödsinn, kriegen wir jetzt auch nicht hin. Wobei, Druck wäre scheißegal. Druck 20. Temperatur. Filter niedrig. Ja, doch, das können wir doch machen, ne? Kupfer und Nickel. Kupfer, Nickel. Müsste doch passen. Was machen wir dann da? Konstantan. Nein, Temperatur reicht nicht, oder? Nehmen wir noch mal hiervon ein. Wir sind ja mutig. Wie gesagt, wir sind mutig. Halt, verkehrt rum. Jetzt sollte gleich passen. Und Feuer frei. Jo.
haben wir denn noch Rohre? 4, das ist jetzt nicht so die Welt. Moment. Ja doch. Oder nee, eigentlich nicht. Rohre. Da. Wir haben kein Eisen, tralala. Na, dann machen wir Rohre. Gucken wir mal. Und das wollte ich nämlich nicht. Das können wir machen. Ich glaube, für ein elektrisches Ventil brauchen wir Stahl und Ingwer. Das ist echt zum Kürzer. Gut, dann nehmen wir halt ein Handventil. Mal trotzdem Rohre. 5 Stück. Okay. Wo sind die Dinger? Warum heißen die nicht Radiator? Das sind doch welche.
Rohrheizkörper, ja, da muss drauf kommen. Fünf Stück bitte, eins. Gut, was hätten wir dann noch zu bieten? Nochmal ein Rohr für den Knick nach oben oder sowas. Mach lieber mal eins, besser eins zu viel. Jetzt gleich wieder suchen und einen Tank. Da isoliert. Und wieder einfach mal 20 Stahl frisst, ne? Wir brauchen noch mehr Rohre gleich. Naja, egal. Was fehlt jetzt? Silizium. Und das dachte ich mir nämlich. Ups. Klatschen wir mal die 5 da ran. Den Tank montieren wir uns dann mal hierher. Echt nicht? Das ist ja creepy. Gut. Dann wird der Tank nochmal abgebaut. Und zwei Felder nach hinten, dann steht da halt über. Dann braucht man einen Druckregler. Danach eine Passiventlüftung. Halt eine. War nicht mehr genug Material drin, Gott sei Dank. Batteriestand kritisch. Immer kritisch bei mir. Hau mal Kohle hier rein. So. Jetzt brauchen wir Kabels.
Und das da muss übrigens ein Gegendruckregulator sein. Der muss eingestellt werden auf 45.000. Den können wir anmachen. Kann halt nur nicht angehen. So, dann Batterie. Stahl. Jo, haben wir doch. Was willst du noch dafür? Gold und Kupfer, jeweils 20. Wir können nur eine Batterie machen. Aber immerhin eine, besser als keine. Kupfer. Und löt die mal durch. So, der hat. Der ist voll drauf, okay. Wir brauchen für Lötzinn. Oder machen wir erstmal Elektrum. 2,4 maximal. Und wir brauchen für Elektrum Gold und Silber. Sollten wir haben. Gold. Und Silber ist hier. Gold und Silber. 2,4. Und da haben wir das Problem, was ich dachte. Machen wir aus, machen wir aus. Jetzt klicke ich mal ein bisschen mit der Maus, damit ich bloß einsammle. Lufttank niedrig, da ist es uncool. Müssen wir uns als nächstes drum kümmern.
Ja, damit sind Batterien aufgeladen. Ist die Frage, wie lange der blöde Sturm hält. Also jetzt dürfte der Sturm so langsam aufhören. Sonst wird das echt blöd. Die können wir rauslassen. Ah, da hört der Sturm auch endlich auf. Dann holen wir mal unseren Elektrum. Blödsinn können wir noch machen. Jetzt brauchen wir Blei und Eisen. Da brauchen wir einen Druck von mindestens 1 MPa und 550. Okay. Tut sich da was? Irgendwie nicht. Ganz langsam nur. Okay, das ist ja nicht schlimm. Kriegen wir auf jeden Fall gebacken. Und kurz mal meine Flasche da reinhalten. Nicht. Lufttank kritisch.
Das andere Inva ist dann 18 bis 20, 1200, okay. Also irgendwie bringen die gar nichts, habe ich das Gefühl. Aber eigentlich sind das die richtigen. Aber da gucken wir mal. Wir haben ja hier eine kleine Atmo. Vielleicht tun sie ja mehr was. Das sieht deutlich schneller aus. Auch wenn es für mich immer noch zu lahm ist, aber egal. Das Ding ist natürlich gedamaged, das ist klar. Vom Sturm. So, was brauchen wir dafür? Ich glaube Eisenplatten, oder? Vier Stück wieder haben. Frechheit. Der hat immer noch nicht fertig. Ja, dann machen wir mal die 20 Kabels. Gold habe ich doch auch noch. Etwas zumindest. Können wir auch durchjagen. Aber 26 brauchen wir. Das wird nichts. Beim nächsten Mal kriegen wir wenigstens ein bisschen Batterie geladen. Also bei dem nächsten Sturm. Ich weiß, dass Mars und Windkraft ist halt suboptimal gegenüber Solar. Das ist mir klar. Aber ich habe keine Lust, 200 Solarfelder zu bauen. Ich möchte eigentlich auf die Kohleenergie bleiben oder auf den Motor. Irgendwie sowas. Das wäre mir lieber. Wir müssen jetzt nur gucken. Was? Da. Und der ist falsch gesetzt. Ja, komm, nehmen wir den einfach mit. Ist auch völlig Wumms. Drei ist zu wenig, selbstverständlich. Der hat immer noch nicht fertig, ja, leck, komm hier.
Da müssen wir uns was Besseres einfallen lassen. Das ist ja eine Tragödie. Und das hat geklappt. Das heißt, wenn ich jetzt hier den Kohlegenerator nämlich laden lasse, dann lädt er die Batterie und das ist schön. Da haben wir ein bisschen mehr Puffer. So viel verbrauchen wir auch noch gar nicht. Aber immerhin. Etwas. Ja, dass der hier. Also da frage ich mich echt, was läuft denn hier verkehrt? Mal nochmal zwei dazu. Die Rohre. Drei Stück. Können wir nicht machen. Weil kein Eisen da. Oh, schön. Wieder mal. Unglaublich. Batterie ist voll, dann können wir den ausmachen, sparen wir uns Kohle. Und der müsste eigentlich gleich durch sein. Sag ich doch. Dann können wir etwas Eisen klar machen. Ballern wir die da drauf? Dann können wir sogar noch einen draufsetzen. Naja, was bringt's, wenn er nicht abkühlt, ne? Wisst ihr, was ich meine? So schlecht. Aber verbunden ist es schon, oder? Ja, hier nimmt es auch ab von der Gradzahl. Wir nehmen den blöden Ofen nicht.
Ganz schwer nur. Dann braucht man einen großen, aber dafür braucht man den Inver. Der große wird wohl ein bisschen mehr an Leistung haben als das da. Die ausmachen. Wobei Inver machen wir mit Eisen und Nickel. Ich weiß, dass wir ein bisschen mehr brauchen. Eisen, Nickel. Uiuiuiui, das ist ja eine Tragödie hier. Von der Temperatur ist der 15 zu hoch. Jetzt haben wir ihn. Danke dafür. Eins, zwei. Drei, Temperatur wollen wir drauf kriegen. Das können wir gleich mit anfangen. Hier ist alles aus. Filter niedrig. Und da haben wir's. Inver ist auch geschaffen. Dann können wir noch den restlichen Zeug hier durchschmeißen. Gold ist auch immer lustig. Gold ist immer lustig, immer. Jetzt haben wir kein Gold. Eisen und Kohle lasse ich mal lieber. Wobei sind genau, ja, es sind 1, 2, 3, es sind genau 3 Sticks. Schön voll der ist. Oh, der, das ist doch, boah, geil. Können wir austauschen, können wir die nächste laden. Wenn ich jetzt muss ich die ganzen Legierungen machen, also die ganzen Upgrades der drei Maschinen. Die ganzen Mods, Elektrum, Konstantan, Blödsinn. Blödsinn.
Ja, dann kommt das Mod für den Elektrodrucker. Wir können doch ein Eisenbahn können wir noch durchjagen. Wir können auch die hier. Genau. Hätten wir da auch von der Backe. Nickel setze ich jetzt mal hier rein. Und eine Maschine habe ich noch gar nicht gebaut. Das ist nämlich die, womit wir den Gürtel machen können, etc. pp. Dass ich ja ein bisschen mehr Erze mitnehmen kann auf einen Schlag. Damit das nicht immer so wenig ist an Material. Na, den nächsten 10%. Da können wir jetzt schon mal vorbereiten. Atmung. Davon brauchen wir 3 Stück, können wir nicht machen. Bleibst du zu? So war das nicht gedacht. Rohrbieger. Dip, 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 dip. Der letzte, komm. Kann ich den noch Filter machen? Was? Da. Ja. So, das ist der Rohrbieger. Dann hätten wir noch heißt jetzt echt Auto. Uiuiui. Hat ja immer andere Namen.
Ist mir ganz schön teuer. Aber was sollen wir machen? Wir brauchen sie. Ein Stapler? Kein Kupfer, natürlich nicht. Im Kupfer habe ich gerade alles verjubelt. Gut. Ich würde dann sagen, die Folge ist für heute auch vorbei. Wir haben wesentlich etwas geschafft innerhalb einer Stunde. Und ja, ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Bleibt gesund. Bis dahin. Bye bye, euer Matthias.